Moin, meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Wer hätte das gedacht, dass ich mal ein Video über oder mit Karl S. mache? Ja, dann soll der Flying Uwe die Fotze. Das waren noch Zeiten, Leute. Karl S., Flavio Simonetti, Tim Gabel, Alon Gabay, oh, hier, Raphael in Fitness TV, Görki, ich. Wir haben damals alle die Fitnessszene sehr, sehr geprägt. Es war sehr, sehr spannend. Und gerade die FIBO. Karl S. und ich, wir waren quasi so richtige, richtig wirklich, also von meiner Seite auch aus vom Feeling und auch, denke ich mal, von seiner Seite aus, weil sonst hätte er das ein oder andere damals nicht gesagt, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Wir waren richtige Konkurrenten. Er damals mit GA, ich mit Smile Dogs und unsere Stände haben quasi gegeneinander Krieg geführt, so vom Feeling war es. Aber es hat großen Spaß gemacht. Und weil wir halt auch Konkurrenten waren, ist das ein oder andere nicht so schöne Wort von Karl S. gefallen. Und es gab sogar eine Zeit lang, wo ich auch seine Freunde dafür quasi wehtun wollte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe was von Karl gehört, hier, da, und dann war Tim Gabel in Hamburg und ich habe gesagt, den schnapp ich mir. Tim Gabel weiß es sogar selbst auch noch. Wir haben aber darüber geredet und alles ist cool, ne? Kein böses Blut. Aber mit wem ich noch nicht geredet habe, ist der gute Karl S. Denn der hat mich damals schon sehr merkwürdig und übelst beleidigt. Ich kann euch ja mal den einen oder anderen Ausschnitt mal hier reinfließen lassen. Ja, dann soll der Flying Uwe die Fotze, Flying Fotze, dann soll er halt kommen, ja? Der Kung Fu Kasper. Ne, Flying Fotze, hast du doch mal gesagt. Genau, das ist auch immer noch so, ja? Das sind natürlich nicht so schöne Worte und da war auch noch früher vieles mehr, was ich immer gehört oder gesehen habe. Mittlerweile ist man älter, zum Glück, man ist reifer und erfahrener und man geht mit gewissen Dingen einfach ganz anders um. Und ich habe mir gedacht, ich stelle den guten Herrn mal zur Rede. Weil man muss halt auch zugeben, er hat auch damals die Fitnessszene sehr, sehr geprägt. Mag man jetzt von ihm halten, was man will. Was er eigentlich jetzt auch genau macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Würde ich ihn auch mal selbst persönlich fragen. Ich habe vor, ihn anzurufen, zur Rede zu stellen, beziehungsweise auf der FIBO zur Rede zu stellen. Ich möchte ihn auf meinem FIBO-Stand einladen bei Smilo Dogs. Mit Karl S., ob man will oder nicht, verbinde ich halt auch die FIBO. Wie gesagt, damals waren wir Konkurrenten. Und ich bin jetzt, ja, das 10. Jahr auf der FIBO. Ihr findet übrigens den Smile Dogs und Neosub-Stand in Halle 10.2E78. Da sind wir anzutreffen von Donnerstag bis Sonntag. Ich will natürlich mit euch gemeinsam als Smile Dogs Community auftreten. Deswegen holt eure Smile Dogs Klamotten aus dem Schrank oder zieht einfach eure neueste Bestellung an, denn wer mit Smile Dogs kommt, bekommt natürlich von uns auch einen Goodie Bag. Also wir haben einen Brand Bag. Da ist zum Beispiel solch ein LED-Armband von Smile Dogs drin. Was bringt es? Es wird in verschiedenen Farben leuchten, denn wir machen viele verschiedene Aktionen. Wir haben Gratisartikel für euch, wir haben Challenges, Gewinnspiele, gewisse Creator, Athleten und Stars werden vor Ort sein und es wird immer in verschiedenen Farben leuchten, um euch Bescheid zu geben, ah, es leuchtet jetzt Farbe, nehmen wir mal gelb, oh, Gewinnspiele sind am Start, dann kommt ihr zum Stand. Also dieses Armband hat an diesen Tagen sehr großen Wert. Wert natürlich auch von Donnerstag bis Sonntag. Also kommt in eure Smile Dogs Uniform, im Brandbag sind auch viele Proben, Proteinriegel und geile Geschenke für euch mit dabei. Und das Coole ist, worauf ich wirklich sehr stolz bin, das ist nämlich der größte Smile Dogs Stand bis jetzt und auch aufwendigste, denn wir haben da auch einen Pop-Up-Store drin. Was heißt das? Wir haben da richtig so einen Smile Dogs Shop eingebaut und Neosub-Shop. Das heißt, ihr könnt reingehen, könnt die Ware anfassen, anprobieren. Wir haben 8 verschiedene Umkleidekabinen. Wir haben eine Expresskasse, das heißt, ihr müsst gar nicht in den Shop rein, sondern könnt auch von außen direkt bestellen, wenn ihr eure Smile Dogs Größen kennt. Und dann geht ihr einmal rum zur Warenausgabe. Also wir haben wirklich ein schnelles Bezahlsystem und Warenübergabesystem. Und auch im Shop selbst haben wir auch nochmal eine Kasse. Sowas gab es auch bei uns noch nie. Also trifft auf der FIBO von diesem Donnerstag bis Sonntag all unsere Athleten, Creator. Und das Coole ist, am FIBO Samstag um Punkt 15 Uhr machen wir das größte Smile Dogs Community Foto mit euch zusammen. Deswegen müsst ihr eure Smile Dogs Klamotten anziehen und dann will ich mit meiner ganzen Community gemeinsam ein riesen Gruppenfoto machen. Und uhrzeittechnisch sind wir von 9 bis 18 Uhr jeden Tag für euch auf der FIBO da, auch natürlich ich. Ich werde immer am Start sein, ich werde der Captain sein, das heißt, der Captain verlässt immer zuletzt das Schiff. Und was man auch nicht vergessen darf, unsere neue Smile Dogs Kollektionen, muss man ja schon sagen, die wir auf der FIBO launchen. Und am Sonntag ist das auch alles im Shop, da gibt es auch 20% auf alles mit dem Gutscheincode FLYING. Wir haben neue Slimfit-Anzüge, Oversize
Unisex-Sweater, so wie ich ihn jetzt hier zum Beispiel anhabe, mit dem großen Print. Neue Oversize-Hoodies. Für die Ladies haben wir die Standout-Kollektion. Das heißt, eine neue Leggings mit einem neuen Bunt-Design. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen für euch. Alleine deswegen lohnt es sich schon, zur FIBO zu kommen. Wir werden jetzt den guten Karl S. anrufen. Ich will auch gar nicht lange telefonieren. Er soll einfach zur FIBO kommen und der Rest wird sich von selbst klären. Ich muss aber auch heute wirklich selbst sagen, schade, dass es so ein Karl S. oder auch Julian Zietlow in der Fitnessszene gar nicht mehr gibt, weil auf der FIBO, das war wie ein Hexenkessel. Da war so eine geile Grundspannung und geile Energie. Und ich muss zugeben, diese Zeiten vermisse ich so ein bisschen. Deswegen freue ich mich, wenn das klappen würde, wenn er wirklich zur FIBO kommt. Wir machen jetzt den Call und ich bin gespannt. Uwe. Moin, Karl. Servus. Alles, wundert mich jetzt. Das ist auch eine Überwindung gewesen, muss ich sagen. Okay, ja. Du hast ja damals nicht so gute Worte über mich fallen lassen. Die FIBO ist unser Ursprung. Wir haben damals gemeinsam angefangen mit Fitness auf YouTube, das auf Social Media verbreitet. Hast du recht, ja. Ich würde sagen, die FIBO ist mal ein guter Zeitpunkt und eine Gelegenheit, dass man sich mal erstmal persönlich kennenlernt, mal Hallo sagt und auch mal ein bisschen über die alten Dinge spricht. Deswegen würde ich dich gerne mal einladen. Zwar ein bisschen knapp, aber Freitag würde ich organisieren können, ja. Würde Freitag 15 Uhr klappen. Mach ich mir frei, kannst mich drauf verlassen, ja. Wir sehen uns, ciao, ciao. Sehen uns, ciao. Ich bin gespannt, Leute. Leute, ihr habt gehört, der Karl S. kommt am Freitag um Punkt 15 Uhr zum Smiledog-Stand und dann werde ich ihn das erste Mal wirklich persönlich sehen. Ich habe ihn damals auf der FIBO immer nur vom Weiten gesehen, wirklich, ohne Witz. Ich habe ihm noch nie die Hand gegeben, ich habe ihm noch nie in die Augen geguckt, also wir hatten noch nie so eine Connection, eine persönliche, und das wird jetzt quasi das erste Mal so als erwachsene Männer mittlerweile. Ja, wir waren damals schon echt Rebellen. Ich bin gespannt, ob er kommt. Ihr findet uns Halle 10.2 E78. Da werden wir da sein und seid mit dabei, wenn ich das erste Mal Karl S. begegne. Nach solchen Beleidigungen und ich bin gespannt, Leute. Also wir sehen und hören uns. Mach's gut und ciao.